Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage oder ihr habt noch einen schönen Feiertag. Wenn ihr einen Feiertag habt, dann genießt ihn und genießt die freie Zeit. Ja, ich habe mir gedacht, hatte jetzt Lust, ein Video zu drehen, denn ich habe auch frei. Ja, und ich wollte euch ganz gerne einen Hochzeitstagslook zeigen, denn mein Mann und ich haben Hochzeitstag. Und ich habe mir gedacht, ich lasse die Kamera einfach laufen, wie ich mich fertig mache, wenn wir heute Abend was zu zweit machen. Und ja, und ich würde sagen, bleibt sehr, sehr gerne dran und es kann auch schon losgehen. Ich habe schon Feuchtigkeitscreme drauf getan. Die ist jetzt auch schon gut eingezogen. Jetzt tue ich noch ein bisschen Aftershave drauf, denn das ist für mich mein Primer. An meiner T-Zone im Moment habe ich sehr, sehr, sehr trockene Haut. Gerade hier so in dieser Nasen, in dieser Nasenfalte hier, so ein Tropfen, das reicht schon. Ein bisschen nach Mann riecht, aber das verfliegt. Versprochen, also das verfliegt wirklich. Und dann tue ich das so ein bisschen hier in diese Gegend. Dann darf selbstverständlich ein bisschen Color Correcting gar nicht fehlen. Und dann werde ich jetzt erstmal meine Augenringe mit abdecken. Und dann tue ich das hier einfach so ein bisschen hier hin. Nehme ich diesen grün-türkisen Ton einmal für meine Rötung. Und wie ihr seht, habe ich hier auch so ein paar ungebetene Gäste. Die waren eigentlich nicht eingeladen. Also überhaupt nicht. Dann gebe ich das hier so ein bisschen um die Nase. So. Gast. Dann gehe ich nochmal mit dieser Creme so ein bisschen auf die anderen Unreinheiten, die ich dann noch habe. Deswegen mache ich dann aber hier so ein paar zur Sicherheit nehme ich nochmal hier die Camouflage Cream Concealer von Essence in der Farbe Ivory und werde hier nochmal alles abdecken, was nochmal so ein bisschen durchschimmert, sage ich jetzt mal. So, das Ganze arbeite ich dann einmal mit meinem kleineren Beauty Blender ein. Ich möchte heute so ein bisschen Glow haben und deswegen werde ich heute einmal in meiner Foundation den Highlighter mit reinmixen. Einmal nehme ich hier den von L'Oreal Perfect Match Highlighter in der Farbe 101W Gold Glow. Ich finde, dieses eignet sich perfekt in die Foundation reinzumischen, weil denn, wenn ich mir das hier auf die höchsten Stellen gebe, ist das nicht so, ist das nicht nach meiner Farbe. Aber ich sag mal, in der Mischung in der Foundation ist das sehr gut. Da benutze ich heute die von Catrice, die 24 Stunden Make to Stay Make-up. Last up to 24 Stunden, Perfect Coverage and Matting Finning. Das ist das und das werde ich jetzt zusammen mixen. Einfach an, ich werde erstmal hier so ein paar Kleckse in meinem Gesicht verteilen. Dazu brauchen wir so ein bisschen hiervon. Dann verteile ich das erstmal hier so grob, so punktuell. Dann nehme ich die Foundation und dann gebe ich hier so einfach nur so ein Punkt drauf. Das reicht eigentlich schon. Nehme ich meinen Foundation Pinsel und dann fange ich hier an, das zu verteilen. So. Die wirkt jetzt in der Kamera etwas hell, aber ist sie nicht. Also sie ist genau passend für meine Haut. So. Beauty Blender, gehe nochmal in den Rest von der Foundation rein und dann tupfe ich das Ganze einmal ein. Gebe ich nochmal so ein bisschen Concealer drauf, um ein bisschen unter meinem Auge noch zu highlighten. Und zwar nehme ich heute den Catrice Liquid Camouflage
High Coverage Concealer. So, mache ich hier so ein Dreieck. Selbstverständlich wird das wieder eingearbeitet. Falls ihr euch fragt, welchen Hochzeitstag wir feiern, und zwar wir feiern schon unseren 9. Also wir sind schon 9 Jahre verheiratet seit heute. Aufs Bacon verzichte ich heute, aber auf loses Puder kann ich dennoch nicht verzichten, denn ich wollte das so ein bisschen setten unter mein Auge. Angefeuchteten Beauty Blender und gebe dann hier so ein bisschen drauf und gucke dabei nach oben. Heute verzichte ich auch komplett auf Contouring. Das heißt, ich werde jetzt so ein bisschen mein Gesicht braun, so sonnengeküsst aussehen lassen. Und zwar mit einem leichten Bronzerpuder. Und zwar eignet sich hier heute perfekt den von Love. Denn der ist, sag ich mal, nicht ganz so dunkel und nicht ganz so hell. Also das ist so eine Mischung. Und das mag ich ganz gerne, wenn man dann so ein, sag ich mal, so ein natürlicheres Make-up haben möchte. Füge da so ein bisschen rein, klopfe das so ein bisschen ab und dann gehe ich hier über meine Wange und gehe hier oben auch nochmal her. Ich mache so eine Dreierbewegung, so eine 3 in meinem Gesicht. Wenn man mehr haben möchte, kann man dann nochmal ein bisschen reingehen und das so ein bisschen nochmal definieren. Selbstverständlich darf auch ein Blush nicht fehlen. Dafür nehme ich heute den von Rival de la Lupillan in der Herzchenform. Der ist aus der letzten Valentinstags LE. Hinsetzen. Einfach hier so ein bisschen, sodass so ein bisschen Farbe entsteht. Wenn es einem zu wenig ist, kann man da ruhig nochmal reingehen. Ich mag ja, wie gesagt, nicht so die hochpigmentierten Blushs. Ein bisschen Highlighter nicht fehlen. Dazu nehme ich heute einmal den Highlighter von der Eustace Dropping Palette. Dann gebe ich das einfach hier so ein bisschen. So. Ein bisschen Nase. Die andere Seite. Dann hier Lippe. Pinsel zu groß ist, eignet sich auch. Eignet sich auch perfekt der Blendepinsel von Essence ganz gut Highlighter aufzutragen, denn der ist schon klein und handlich und der kommt perfekt hier über die Wange, über die höchste Stelle drüber. Dann machen wir schon mal unsere Eyeshadow Base drauf. Ich benutze heute die nochmal von Essence, I Love Color Intensiv, denn ich möchte sie alle bekommen und ja, dann gebe ich einfach so ein paar Punkte hier drauf. Ein paar Punkte hier drauf. Dann verteile ich das so ein bisschen mit dem Ringfinger. Lidschattenbase werde ich jetzt mit dem Bananapuder nochmal setten. Das mache ich, habe ich mir jetzt irgendwie, mache ich im Moment ganz gerne. Augenbrauen dran. Erstmal kämme ich das hier ordentlich durch. Benutze ich nochmal hier den Rival de la Lupillan Eyebrow Pencil für meine Augenbrauen. Der ist bald alle und ich brauche unbedingt einen neuen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr mir da so empfehlen könnt, denn so aus der Drogerie bin ich noch so ein bisschen am Testen, was ich so an Augenbrauenprodukten verwenden möchte. Werde meine Augenbrauen einfach nur so ein bisschen in Zähne setzen, also da mache ich jetzt nicht großartig viel. Einfach nur, dass die. Ich habe immer noch kein Produkt, wo ich meine Augenbrauen mitlegen kann. Deswegen werde ich hier nochmal hier Haarspray nehmen. Dann nehme ich einmal das von Nivea. Da kann man das einmal so ein bisschen ansprühen. Und dann einfach hier durch die Augenbrauen haben wir fertig. Jetzt kommen wir zum Lidschatten, um unsere Augenline. Erstmal brauche ich erstmal so ein bisschen Kontur. Da werde ich jetzt nochmal den Bronzer von Love verwenden. So, und dann gehe ich einmal in das Bräunliche hier rein. So. Und dann gebe ich das direkt hier über die. Ich habe mir überlegt, die Lidschattenfarbenwahl so ein bisschen
natürlicher zu halten, so ein bisschen, dass das nicht so gedrungen und aufdringlich wirkt. Und dann habe ich mir gedacht, ich benutze einmal die Revolution Mermaid Palette und da werden wir nur die bräunlicheren Tone hier verwenden. Das hellere hier reingehen, in dieses hier. So. Bisschen abklopfen und dann gebe ich das erstmal in die Lidfalte. Und dann verblende ich das schon mal hier hin. Denn ich will nämlich auch nochmal den von Essence im Blendpinsel und verblende das auch nochmal hier. Wenn ihr richtig verblenden wollt, gebe ich euch mal einen Tipp und zwar den Pinsel hier unten anfassen. Und dann könnt ihr richtig gut verblenden. Dann ist die Kraft nicht so da und das geht wunderbar. Also wenn ihr den weiter hier unten anfasst, dann ist die legt ihr nicht so viel Kraft an, um das zu verblenden. Und es geht viel einfacher, seht ihr? Gehe ich jetzt nochmal in dieses Bräunlein hier rein, um das nochmal direkt in die Lidfalte reinzugeben. Mal in dieses ganz dunkle Braun rein, hier fast dunkel. Und dann gebe ich das hier zum Viertel zu meinem äußeren Lid. So, gebe das hier direkt hin, bis hier hin ungefähr. Aber hier so ein bisschen. Da drüber ein bisschen verblenden. Hellsten Ton, in den hellen gelblichen Ton und gebe das hier im Augenwinkel. So. Über, sodass der Übergang nicht so extrem ist. Dann, ich weiß, auf Puderprodukten macht man keine Cremeprodukten, aber ich finde, bei mir klappt es eigentlich ganz gut. Dann nehme ich jetzt einmal hier diesen Eyeshadow Liner Waterproof, so ein bisschen über meinen kleinen Ringfinger. Mal den an und dann gehe ich das hier rein tipsen. So, dann gebe ich das hier so ein bisschen noch rein. So. Und um noch so ein bisschen Glow reinzukriegen, gehe ich noch mal in dieses Silber hier rein, in dieses hier. Und dann gebe ich das direkt in die Mitte. Es ist eigentlich ein Augenbrauenpinsel, glaube ich. Und dann gehe ich noch mal in dieses dunkle Braun hier rein. Und dann gebe ich das ganz, ganz minimal auf meinen Wimpernkranz. Ganz, ganz der Stelle erstmal. Jetzt ziehen wir uns noch einen ganz, ganz, ganz dünnen Eyeliner. Ich versuche ihn so dünn wie möglich zu kriegen. Ja, und heute ohne Ring. Ja, perfekt. Genauso. Genauso. Ich habe euch heute eine neue Mascara. Ich wollte unbedingt mal testen. Und zwar ist die aus dem, nennt sich die Marke Shiseido oder so.
Das ist eine Beauty Volumen Mascara, die ist aus dem Netto und die werde ich jetzt verwenden und dort drüber gebe ich noch mal so ein bisschen Waterproof Mascara. Mit euch, die habe ich nämlich geschenkt gekriegt und wollte ich jetzt mit euch. Soll ich euch mal was zeigen? Ey, die Mascara ist gar nicht mal übel. Guckt mal. Die verklebt die Wimpern nicht. Ja, jetzt so richtig Volumen gibt es zwar nicht, aber es ist auf den Wimpern was drauf. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Dafür, dass es eine Discounter-Mascara ist. Die riecht zwar so ein bisschen nach. Weißt du, wie ich das beschreibe? Kennt ihr im Baumarkt, wenn ihr bei diesem Holzleim hergeht? Kennt ihr das? So riecht das. Also so irgendwie so nach Holzleim. Ich weiß nicht. Ja, irgendwie so eine Waterproof Mascara drüber. Ich nehme immer die von Essence, I Love Extreme. Ich mag die ganz gerne. Also sie tut das, was sie hält. So, Ladies and Gentlemen, wir haben Make-up, wir haben Blush, wir haben Bronzer, wir haben alles drauf. Es fehlt lediglich nur noch die hier. Normalerweise zu einem Hochzeitstag-Look würde jetzt eigentlich ein roter Lippenstift passen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach finde ich einen roten Lippenstift zu aufdringlich für sowas. Einfach hier so ein. Ab hier von Love ein Lippenstift und zwar ist das die 0110 Spocken Apricot Daylight. Gebe ich jetzt diesen Lippenstift drauf. Leute, wenn er mir nicht matt genug ist, dann werde ich jetzt hier so verwende ich hier so ein All About Matt Puder. Das ist schon fast alle. Für sowas reicht das alle Male. Make-up noch richtig abzuschließen, um es haltbarer zu machen, werden wir jetzt noch so ein bisschen Fixing-Spray benutzen. Hier nehme ich das auch wieder von Essence Keep It Up Perfect Make-up Fixing Spray. Und das werde ich dann so ein bisschen weiter weghalten. So, meine Lieben. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Dies war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben sehr, sehr gerne freuen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon verheiratet seid, ob ihr einen Freund habt, ob ihr Single seid, wie lange ihr schon in einer Beziehung seid, wie lange ihr verheiratet seid. Würde mich sehr, sehr interessieren. Wir sind jetzt 9 Jahre verheiratet und davon sind wir schon fast 11 Jahre zusammen. Und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder reinschaltet. Und übrigens dürft ihr mir auch sehr, sehr gerne auf meinen Social Media Kanälen folgen. Die werde ich jetzt hier einblenden. Ich würde sagen, bis bald.